Rosa im Kern, schön saftig, am besten noch mit einer richtig schönen leckeren Kruste. So haben wir alle unser Steak am liebsten. Und dieses Video soll dazu helfen, dass du in Zukunft bei deinem Metzger vor Ort immer das passende Steak bekommst. Denn wir haben festgestellt, dass viele von euch zwar gerne Steak mögen, aber gar nicht genau wissen, wie sie dieses Steak denn bei ihrem Metzger bestellen sollen. Und heute räumen wir damit auf, das heißt, wir zeigen dir unsere 5 Lieblings-Steak-Cuts und im gleichen Zuge auch, wie du sie bei deinem Metzger bestellen kannst. Und wir hoffen damit, eine ganze Menge Aufklärungsarbeit leisten zu können und wünschen dir vor allen Dingen ganz viel Spaß mit diesem Video. Und damit moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute wollen wir euch unsere 5 Lieblings-Steak-Cuts vorstellen. Und der erste Steak-Cut, den wahrscheinlich jeder kennt, weil es einer der beliebtesten der Welt überhaupt ist, das Rumpsteak. Wer kennt es nicht? Das Rumpsteak sitzt am hinteren Rücken des Rindes. Es wird aus so einem länglichen Muskel, dem Roastbeef, geschnitten und ist in erster Linie so beliebt, weil es extrem zart ist und super saftig wird, wenn man es denn richtig grillt, ist klar. Charakteristisch erkennt man es am Fettdeckel. So ein Rumpsteak hat meistens einen relativ dicken Fettdeckel, es sei denn, der Metzger hat da ein bisschen was weggeschnitten. In aller Regel aber solltet ihr das deutlich erkennen. Die Marmorierung hängt natürlich von der Qualität ab und auch von der Rinderrasse, aber in aller Regel ist ein Rumpsteak auch relativ stark marmoriert. Nicht zuletzt wird es dadurch auch so besonders saftig und geschmacklich auch sehr intensiv, wobei das Rindfleischaroma beim Rumpsteak nicht das stärkste ist. Das ideale Grillgewicht des Rumpsteaks liegt irgendwo zwischen 250 und 400 Gramm, hängt ganz von der Stärke oder der Dicke des Fleisches ab. Dicke 2 bis 4 cm, so seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Wenn du dir dieses Steak jetzt mal kaufen möchtest, dann sollte dein Metzger mit dem Namen Rumpsteak definitiv was anfangen können und dir ein ideales Steak zuschneiden können. Einer meiner Favoriten ist das Ribeye Steak. Es stammt aus der Hochrippe des Tieres und ist vor allen Dingen super geil marmoriert. Oftmals seht ihr darin so ein richtig schönes Fettauge. Und ich finde immer, bei dem Ribeye hast du den richtigen Grad zwischen Geschmack, wo ich sage, auf der Skala von 1 bis 10 wäre es bei mir so die 6 bis 7. Und du hast aber auch eine gewisse Zartheit. Sicherlich gibt es manche, die dieses ganze Fett in so einem Stück Fleisch nicht so gerne mögen, wobei ich selber sagen muss, ich stehe total da drauf. Könnt ihr übrigens gerne mal abstimmen an der Stelle in den Kommentaren, ob ihr das Fett gerne mögt oder nicht. Ich glaube auf jeden Fall, mit einem Ribeye Steak bist du immer gut bedient. Und wenn du ein Ribeye Steak bei deinem Metzger bestellen möchtest, gehst du einfach hin und sagst, ich hätte gern ein Ribeye Steak. Funktioniert hervorragend. Ein Ribeye Steak gibt es in verschiedensten Varianten und Formen. Ich persönlich mag sehr gerne entweder das klassische Ribeye Steak, hat so ein Gewicht von 300 bis, ich sag mal, 500 Gramm, wenn es ein bisschen prolliger sein soll. Das ist so eine Dicke von 2,5 bis 4 cm, schätze ich. Du kannst aber natürlich auch ein Ribeye am Knochen bestellen, hast dann ein Tomahawk Steak. Es gibt da verschiedenste Versionen und Varianten, lass dich da einfach mal von deinem Metzger beraten. Und wenn du an dieser Stelle sagst, ich habe gar keinen Metzger in der Nähe, kein Problem, wir haben unsere Auswahl, die heute hier in diesem Video vorkommt, einmal unten in die Infobox reingepackt und ich habe vor kurzem ein Video dazu gedreht, wie Online-Fleischversand funktioniert. Die sind miteinander verknüpft. Das Ganze gibt es in der Sizzle Crew. Da kannst du nochmal alles dir genau angucken, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ansonsten tauscht euch einfach in den Kommentaren aus. Ich glaube, sowas bringt uns alle extrem weiter und dann solltest du auch deinen Traumsteak finden. Nächstes Steak ist das T-Bone Steak. Das T-Bone Steak stammt genau wie das Rumpsteak aus dem hinteren Teil des Rückens, das heißt eher Richtung Po vom Rind. Und T-Bone Steak heißt es, weil es an einem Knochen sitzt, und zwar einem T-förmigen Knochen. Und daran sitzt auf der einen Seite Roastbeef und auf der anderen Seite Filet. Und wenn der Filetanteil immer größer und größer wird, das passiert nämlich dann, je weiter ich mich dem Hintern des Rindes nähere, wird dieses T-Bone Steak irgendwann zum Porterhouse Steak. Porterhouse Steak fängt so bei 2, 3, 4 cm Filetanteil an. Eine genaue Definition gibt es ehrlich gesagt gar nicht. Wir sagen immer 2, 3 cm Filetanteil, dann haben wir ein Porterhouse Steak. Alles darunter ist ein klassisches T-Bone Steak. Beim Metzger bestellen ist auch ganz einfach, denn der Begriff T-Bone Steak sollte jedem Metzger in Deutschland, ich gehe noch einen Schritt weiter, sogar jedem Metzger in anderen Teilen der Welt bekannt sein. Ich glaube, T-Bone hat jeder schon mal gehört. Das Besondere an so einem T-Bone Steak ist meiner Meinung nach übrigens, dass du das Beste aus mehreren Welten hast, denn du hast auch einen Filetanteil dran und so kannst du auch die Leute, die sagen, ich brauche es besonders zart, aber weniger saftig, glücklich machen, die dürfen dann das Filet essen und du kriegst das richtig geschmacklich intensive Rumpsteak. Und noch eine Sache ist ganz entscheidend, durch diesen Knochen am Steak
wird der Geschmack noch intensiver. Wenn du nämlich mal ein trockengereiftes Stück Fleisch kaufst, wirst du feststellen, dass es nahe des Knochens besonders intensiv schmeckt. Je weiter weg vom Knochen, desto weniger intensiv. Deswegen ist das für mich ein richtig, richtig geiles Steak zum Grillen. Und ganz ehrlich, es hinterlässt auch einen riesen Eindruck bei deinen Gästen. So Leute, jetzt wird es ein bisschen tricky und zwar geht es um das nächste Stück Fleisch, das Teres Major, Teres Major Metzgerstück oder auch flaches Filet. Es gibt also ganz, ganz viele Bezeichnungen, die du deinem Metzger sagen kannst. Ich glaube an der Stelle ist es sogar gar nicht mal so schlecht, wenn du ihm unser Video zeigst, denn dieser Fleischcut ist noch nicht so bekannt in Deutschland. Zumindest in unserer eigenen Wahrnehmung wird er jetzt immer, immer mehr und taucht auch immer mal wieder auf. Und das Teres Major ist ein Stück Fleisch, was unheimlich zart ist, stammt aus der vorderen Schulter. Und das Schöne ist, es ist nicht nur zart, sondern auch sehr geschmacksintensiv. Also ein großer Unterschied zum Filet. Du hast also was Zartes, aber gleichermaßen auch Geschmack in deinem Fleisch. Und ich finde, die Kombination ist großartig. Was, sage ich mal, die Stärke angeht, ist es schwer zu sagen. Ein Teres Major hat eigentlich immer abhängig vom Tier eine gewisse Stärke. Gewicht würde ich sagen 250 bis 300 Gramm sind so ungefähre Gewichtsangaben, die ich machen kann. Geschmacklich ordne ich das Teres Major oder Teres Major oder wie auch immer du es nennen möchtest, ungefähr bei einer 7 ein, denn ich denke eine 7 oder vielleicht auch noch eine 8. Bin ich ganz sicher, musst du selber mal abstimmen. Wenn du schon mal gegessen hast, schreib da mal unten rein, was du sagen willst, ob das für dich intensiv ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Unser letztes Steak ist ein echter Exot unter den Steaks, nämlich das sogenannte Skirt Steak. Das Skirt Steak sitzt irgendwo zwischen Bauch und Brust des Rindes. Es ist das Zwerchfell des Rindes und das Wort Skirt kommt aus dem Englischen. Zu Deutsch heißt es Rock und das heißt es eben, weil es den Bauch und die Brust umrandet. Und dadurch ergibt sich auch die Form, das Skirt Steak ist ein sehr langer Lappen, möchte ich fast sagen. Also ein sehr, sehr großes, langes Steak. Was aber in der Dicke begrenzt ist, das heißt, hier können wir auch keine ideale Stärke und kein ideales Gewicht bestimmen. Das hängt eben ganz vom Rind ab. Dieses Steak ist meistens eher dünn. Geschmacklich ist das Skirt Steak ein wirklich sehr intensives Steak. Es schmeckt sehr stark nach Rindfleisch. Auf unserer Geschmacksskala von 1 bis 10 würde ich hier ja, eine 8 bis 9 geben. Also es ist schon ganz weit oben mit dabei. Das Skirt weist eine sehr starke Marmorierung auf. Nicht zuletzt wird es dadurch sehr, sehr, sehr saftig. Aber ganz wichtig, es ist eine eher grobe, lange Faser und dadurch wird es vom bisher eher bissfest. Ist also auch kein Steak für die Zarten unter euch. Wenn du dir so ein Skirt Steak jetzt mal bestellen möchtest, beziehungsweise bei einem Metzger kaufen willst, dann könnte es knifflig werden. Falls er das Wort Skirt Steak nicht kennt, dann versuch's mal mit Kronfleisch. Und wenn er Kronfleisch nicht kennt, dann kannst du es nochmal mit Saumfleisch. Und wenn er das auch nicht kennt, dann zeigst du einfach unser Video und spätestens dann sollte er Bescheid wissen. Da wir bei der Aufnahme vergessen haben, das Ende aufzunehmen, mache ich das jetzt nach. Wenn euch so ein Steak-Ratgeber in dem Fall gefallen hat, dann gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben. Das signalisiert uns, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen mehr davon drehen. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Abo dalassen, Video liken, kommentieren und so weiter und so fort. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.